Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Ich bin gerade in Dänemark für eine Woche Urlaub machen und ich weiß nicht, ob ihr es hört, aber es regnet gerade extremst draußen und ich liebe es einfach. Also wir fahren halt super gerne in den kalten Monaten nach Dänemark und suchen uns da immer ein kleines süßes Holzhäuschen mit einem Kamin in der Nähe vom Meer und das ist irgendwie so die beste Kombi überhaupt. Also das ist dann für uns auch einfach kompletter Chill-Urlaub, also wirklich viel abhängen, lesen, Spiele spielen, am Strand spazieren und jede Menge kochen. Das ist so unser Dänemark-Urlaub, wie wir den eigentlich immer für uns gestalten. Und jetzt sind wir in der Nähe von Aarhus, das ist so die nächste größere Stadt. Und ich habe jetzt auch schon fleißig gelesen und mein erstes Buch beendet. Ich hatte es ja eigentlich schon begonnen, als ich krank war und habe es jetzt zu Ende gebracht. Und zwar ist das Reckless von Lauren Roberts. Ich muss mal aufpassen, dass ich nicht Elsie Silver sage. Von Lauren Roberts. Das ist der zweite Teil aus der Powerless-Reihe. Auf jeden Fall kommt da noch einer. Okay, ich glaube... Ich nehme es gleich schon mal vorweg. Ich glaube, das ist für mich ein 5-Sterne-Buch. Also ich habe es komplett geliebt. Ich kann leider gar nicht so viel dazu sagen, weil ich möchte euch ja das erste Buch nicht spoilern. Ich versuche es trotzdem mal und fasse auch noch mal ein bisschen was von Powerless mit zusammen. Also wir befinden uns ja in einer Fantasy-Welt, in der irgendwann so eine gewisse Krankheit ausgebrochen ist. Eine Plage. Ich weiß gar nicht, wie es im Deutschen übersetzt wurde. Und die sorgt eben dafür, dass manche Menschen haben gewisse Fähigkeiten bekommen und andere eben nicht. Die Menschen, die Fähigkeit bekommen haben, sind von da an die Elite und die Ordinary People, das sind quasi die komplett ohne Kräfte. Und der König stellt relativ schnell fest, okay, durch die gewöhnlichen Leute werden die Kräfte der Elite halt geschwächt und es wäre doch relativ sinnvoll, wenn wir die eliminieren würden. Und so bekommt quasi sein Sohn Kai die Aufgabe des Enforcers und er soll quasi die Ordinary Leute aufspüren und diese eliminieren. Und dann haben wir Payden und Payden ist eben eine dieser Ordinary, aber sie ist halt super clever, weil ihr Vater sie da sehr gut trainiert hat von klein auf und sie macht den Leuten da eben so ein bisschen was vor und kämpft sich mit ihrer besten Freundin Edina so ein bisschen durch diese Welt und kämpft ums Überleben. Und es gibt in dieser Welt die... Ich hab's schon wieder vergessen. Die Trials. Es gibt so einen Wettkampf, in dem halt gewisse Elite-Leute gegeneinander antreten. Und es passiert leider, dass auch Payden dazu ausgekoren wird, bei diesem Wettkampf teilzunehmen, wo auch Kai, der Enforcer, teilnimmt. Und Payden ist eben eine von diesen Ordinary-Leuten und hat keine Kräfte und kommt aber durch Zufall eben in diesen Kampf mit rein und schlägt sich da dann doch relativ wacker. Und gleichzeitig bahnt sich da eben auch zwischen Kai und Payden so ein bisschen was an. Vielleicht sind die ein bisschen interessiert aneinander. Das mal kurz und knapp zum ersten Band. Und wer diese Szenen zwischen Kai und Payden im ersten Buch sehr mochte oder geliebt hat, der kommt hier sehr auf seine Kosten. Ja, es ist eigentlich ein kleines Katz-und-Maus-Spiel. Es wechselt auch mal, wer ist Katz, wer ist Maus. Und wir haben eben aber auch sehr viel Fokus auf Kai und Payden und sehr, sehr, sehr viel Tension. Und wenn ihr meine Videos schon eine Weile guckt, dann wisst ihr, ich liebe Tension. Ich liebe, liebe, liebe Tension. Bin somit voll auf meine Kosten gekommen. Und ich weiß nicht, ob am Ende vielleicht diese Fantasy-Welt schon wieder ein bisschen zu kurz kommt, aber irgendwie eigentlich auch nicht. Und ich dachte mir, was will ich denn? Warum suche ich denn jetzt schon wieder nach Kritikpunkten? Mir hat es doch super gut gefallen. Und was mir auch total gut gefällt, ist, dass die beiden eben doch auch menschlich gehalten werden, weil sie eben doch auch so ein paar Schwächen haben oder Ängste, mit denen sie irgendwie kämpfen müssen, die aber auch zu vielen lustigen Situationen zwischen den beiden auch führen. Ach, ich habe es echt geliebt. Ich habe es wirklich geliebt. Und warum soll ich jetzt hier wieder auf irgendwie 4,5, 4,75, wenn ich mir doch denke, ja, mir hat es doch super viel Spaß gemacht. Also warum will ich nicht einfach diese 5 Sterne geben? Und deswegen tue ich das jetzt. Ich gebe diesem Buch damit 5 Sterne. Und das sind tatsächlich die ersten 5 Sterne, die ich dieses Jahr vergebe. Abgefahren. Aber vielleicht, ja, ich mache, glaube ich, vielleicht zum Ende des Jahres nochmal einen kleinen Rückblick und gebe vielleicht hier und da eine neue Bewertung. Mal schauen, je nachdem, wie gut alles hängen geblieben ist. Aber soviel zum ersten Buch, was ich hier im Urlaub beendet habe. Dann zeige ich euch noch kurz, was ich als weitere Auswahl mitgenommen habe. Ich habe dabei... Es sind doch alles Bücher von meinem TBR-Stapel, die ich gezogen habe. Ich habe zum einen dabei Ruthless Oath von Rebecca Ross, der zweite Teil aus der Divine Rival-Serie. Dann habe ich dabei Archer's Voice, falls mir eher nach einer... Ich glaube, es ist eine Romanze. Falls mir eher nach einer Romanze zumute ist. The Ministry of Time habe ich auch noch mit dabei. Und als nächstes habe ich mich eigentlich schon entschieden, dass ich da Ruthless Oath weiterlesen werde. Ich bin dann nämlich sehr gespannt, wie die Reihe weiter und auch zu Ende geht, weil es sind ja nur 2 Bände. Was ich aber auch mal ganz gut finde, dass es nicht zu lange Reihen sind. Und genau, da hatten wir im ersten Band, ging es ja um Iris und um Ronan.
die beide als Journalisten arbeiten, beide an die Front gehen und ein Krieg zwischen Göttern. Im ersten Band ist sehr viel passiert, es hat spannend geendet und deswegen bin ich auch sehr gespannt, wie es hier weitergeht. Kleines Update zu Ruthless Vows. Ich bin mittlerweile fast so ein Drittel drin, würde ich mal sagen. Ich bin bei Kapitel 17, Seite 133. Und soweit gefällt es mir ganz gut. Ich finde im ersten Buch, also dieses Thema mit den Göttern und so, noch ein bisschen kürzer gekommen. Da ist jetzt ein bisschen mehr Fokus drauf, also dieser Krieg zwischen diesen Göttern. Und ich finde es an sich auch total gut, dass es halt weniger diesen politischen Hintergrund hat, als vielmehr eben das Ganze abstrahiert wurde mit Göttern. Mir fällt es aber total schwer, das so richtig zu greifen. Also was ist da jetzt der Grund? Das Motiv, das ist mir irgendwie ein bisschen zu lose irgendwie. Also warum sind die Menschen da so involviert, wenn es doch gar nicht, wenn sie es irgendwie gar nicht müssten, habe ich das Gefühl. Das finde ich noch ein bisschen schwierig zu greifen so. Aber an sich gefällt es mir erstmal ganz gut. Und gerade auch dieses, was mir auch im ersten Teil sehr, sehr gut gefallen hat, dieses Briefeschreiben mit diesen Schreibmaschinen, die diese magische Verbindung hatten, dass das ja auch wieder vermehrt aufgegriffen wird. Das finde ich richtig gut, weil ich liebe das auch, wenn in Büchern viel geschrieben wird. Also Briefe, Texte, E-Mails, was auch immer, wenn sich da die Protagonisten viel hin und her schreiben. Das mag ich ja sehr. Deswegen finde ich das gut, dass das jetzt wieder ein bisschen mehr aufkommt. Und bin gespannt, wo die Reise hingeht. Ich habe mir zum allerersten Mal ein Blind Date with a Book gekauft. Eigentlich bin ich heute total vernünftig aus diesem Laden raus und habe nichts gekauft, weil natürlich auch die dänischen Preise hier etwas teurer sind als die deutschen. Also da zahlt man locker mindestens 5, meistens sogar 10 Euro auf das Buch drauf. Dann habe ich kurz vor Ende nochmal diese kleine Abteilung mit den Blind Date Books gefunden und es gab ein einziges englisches Buch. Die restlichen waren eigentlich alle dänisch. Und dann klang das auch noch gut. Also Simmering with Romance, Passion, Mystery and Myth. This spellbinding story will leave you breathless. Und ich bin erstmal noch raus und wir sind erstmal noch einen Kaffee trinken gegangen. Schön Pumpkin Spice Latte und ich konnte irgendwie einfach nicht aufhören, an dieses Buch zu denken. Und Leute, ich halte es jetzt schon echt einige Stunden aus, dass ich es noch nicht ausgepackt habe, weil ich es einfach gerne auch mit euch zusammen auspacken wollte. Und ich bin so gespannt. Also ich habe so ein paar Ideen. Ich kann mir zum einen halt vorstellen, dass es schon eher in so eine Witchy-Richtung geht. Einfach wegen diesem Simmering und Mystery und Myth und Spellbinding. Das sind alles so Wörter, die für mich eher so klingen, als könnte das was, ja, mit Hexen zu tun haben.
vielleicht ist es dann The X-Hex oder vielleicht The Very Secret Society of Irregular Witches, genau. Die beiden sind mir eingefallen. Beide sind aber auch schon ein bisschen draußen. Ich hätte auch beide schon auf dem Kindle, aber ich habe sie zumindest nicht als Buch, wäre also gar nicht schlimm. Ja, aber vielleicht ist es auch was viel Aktuelleres. Ich habe echt keine Ahnung und ich habe jetzt die ganze Zeit gewartet und ich bin echt richtig doll aufgeregt. Wie gesagt, ich habe bestimmt safe das Doppelte für das Buch bezahlt, was es wahrscheinlich kostet, aber ja, es hat mich aber nicht mehr losgelassen, dieser Gedanke und die Neugier auf dieses Buch. Also ich bin gespannt und wir werden es jetzt mal zusammen auspacken. Okay, ich habe das Cover noch nie gesehen, ich habe auch noch nie was davon gehört. Es heißt Threads That Bind von Kika Hatsopoulou. Oh, das habe ich bestimmt falsch ausgesprochen. Es sieht fast ein bisschen nach Young Adult aus, also. Hä, spannend. Ich gucke mal, ob ich dazu eine deutsche Übersetzung finde. Ich möchte euch jetzt nicht die super lange englische vorlesen und ich kann es noch nicht mit meinen eigenen Worten zusammenfassen. Ich schaue mal schnell nach. Ich habe mich mal versucht, ein bisschen reinzulesen, um euch das ein bisschen zusammenzufassen. Und das klingt auf jeden Fall sehr verwirrend, aber gleichzeitig auch sehr, sehr spannend. Also hier geht es um eine Stadt namens Alante. Und hier leben die griechischen Götter zusammen mit den sterblichen menschlichen. Und unsere Hauptfigur ist Io. Und Io hat eine besondere Gabe und sie kann quasi die Verbindungen zwischen Menschen sehen. Also sie sieht so eine Art Fäden, die Menschen verbindet und dadurch weiß sie eben, wer mit wem irgendwie verbunden ist, also connected ist. Und dann passiert es, dass sie eben einen Mord beobachtet und da ist sie nicht alleine, denn außer ihr hat auch Idai, ich würde mal Idai sagen, diesen Mord gesehen und er ist quasi ein Mitglied von so einer sehr brutalen Gang, die da auch in Alante regiert. Und dadurch sind die beiden jetzt aber auch irgendwie verbunden und müssen irgendwie diesen Mord aufklären oder versuchen, diesen Mord aufzuklären. Scheinbar wird sich zwischen diesen beiden dann auch Gefühle entwickeln und dann muss Io aber entscheiden, ob sie diesen Gefühlen nachgeht oder ob sie eben Idai freilässt und diese Verbindung zwischen den beiden irgendwie cuttet. Also ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon so gut erklären kann. Es klingt auf jeden Fall wahnsinnig verwirrend noch. Aber es klingt auch super spannend und ich freue mich voll. Ich freue mich echt richtig dolle. Oh, falls ihr von dem Buch schon mal was gehört habt, falls ihr das Buch schon gelesen habt oder irgendwas von dem Buch gehört habt, dann lasst mich das gerne wissen und schreibt mir das mal in die Kommentare. I can be a shadow rolling on the street. I can make the same. I can go on walking when I'm sound asleep. I can lose myself that way. Noch ein kleines Update oder finales Fazit von mir zu Ruthless Vows. Ich habe es jetzt mittlerweile beendet, habe es natürlich nicht mehr im Urlaub geschafft, habe noch viel auf der Rückfahrt gelesen, aber ich habe es jetzt erst hier zu Hause beenden können. Und
Ja, ich weiß nicht. Ich hätte es gerne mehr geliebt. Ich weiß auch nicht. Ich habe ganz oft nicht so richtig die Lust gehabt, so weiterzulesen. Also ich musste mich echt ein bisschen zwingen, durchzukommen. Und dabei ist eigentlich das Pacing ganz gut. Also auch die Handlung ist eigentlich ganz gut. Auch die Schnelligkeit. Und man merkt, es gibt eigentlich kaum oder gar keine überflüssigen Szenen. Also man merkt schon, so jede Szene ist schon auch gerade wichtig für die Handlung. Also es hat da ein ganz gutes Tempo. Also fast schon wie in so einem Film, dass man einfach merkt, okay, jede Szene ist gerade wichtig für diesen Film. Ich glaube, was mich halt irgendwie gestört hat, ist wahrscheinlich, dass man eigentlich Iris und Roman so gar nicht zusammen erlebt. Also eigentlich sind die ganze Zeit voneinander getrennt. Und ja, man kriegt so ein bisschen mehr von diesen Göttern, von diesem Krieg mit, aber eben auch nicht ganz so on point, wie ich mir das, oder nicht so spannend, wie ich mir das vielleicht vorgestellt habe. Und ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie hat es mich nicht ganz so mitgerissen wie der erste Teil. Ich glaube, ich würde dem Ganzen am Ende jetzt vielleicht so 3,5 Sterne geben. Der erste Band hat mir auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel besser gefallen als der zweite. Der hat mich jetzt ein kleines bisschen enttäuscht, ja. Ja, wie gesagt, ich glaube einfach, weil man von Roman und Iris, wenn die beiden, also die waren halt kaum zusammen so, die waren halt den Großteil des Buches getrennt. Und wenn sie da mal Szenen hatten zusammen, dann fand ich die irgendwie ein bisschen befremdlich. Also irgendwie hat mir da was gefehlt zwischen den beiden. Ich weiß auch nicht. Also ich fand es, wie gesagt, ganz schön, dass dieses Hin- und Herschreiben nochmal ein bisschen mehr aufgegriffen wurde. Ich glaube, am Ende fand ich es einfach vielleicht alles irgendwo ein Stück weit flach. Also sowohl diese Mythologie mit den Göttern war nur so angerissen und eben auch die Charaktere und auch Nebencharaktere waren relativ flach. Da gab es jetzt auch gar nicht so viel zu ergründen. Ja, deswegen wären es bei mir 3,5 Sterne. Und damit werde ich auch mal diesen Vlog jetzt beenden. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, die Momente in Dänemark. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video. Macht's gut, ihr Lieben.